Du musst auch laufen, gut. Ja, genau. Genau. So viel schon mal zum Start, genau. Wir haben uns überlegt, wir wollen einen Roboter bauen und diesen Roboter mit Hilfe von Virtual Reality, mit Hilfe einer Oculus Rift steuern. Das heißt, unsere Zielsetzung war, wir wollten die Oculus Rift dazu bringen, diesen Roboter dazu bringen, dass er sich mit den Kopfbewegungen, die man mit der Oculus Rift macht, mitbewegt. Das heißt, wenn ich mich bei der Oculus Rift nach rechts drehe, sollte sich auch der Kopf des Roboters nach rechts drehen. Das war das Hauptziel dieser Sache. Das hat teilweise ein paar Schwierigkeiten gegeben, weil einfach der Zugriff zu der Oculus Rift teilweise ein bisschen eingeschränkt war, dadurch, dass wir ein paar Probleme hatten mit dem Arduino, den in Verbindung zu bringen, und wir dadurch nicht mehr zu viel Zeit zum Testen hatten. Da gab es dann ein paar Probleme, warum das nicht 100% funktioniert hat, aber das ist durchaus noch ausbaufähig. Genau, um das mal kurz zu zeigen, wir haben hier eine kleine Wildnis gebaut, die dafür da ist, dass man, wenn man in der Oculus Rift das Bild sieht, dass man nicht komplett die Orientierung verliert, weil vorher hatten wir nur eine weiße Fläche. Wenn man sich da in der Oculus Rift umgeguckt hat, hat man einfach nicht das Gefühl gehabt, dass man sich überhaupt bewegt. Und genau, deswegen kann man hier jetzt das ein bisschen sehen. Kleines Demo-Programm dazu, wo ein Roboter einfach gleichzeitig mal nickt und den Kopf schüttelt. Ups, ich sollte ihn vielleicht so drehen, dass man ihn dann auch sehen kann. Genau. Er bewegt sich fleißig, er dreht sich erstmal nur hin und her. Genau. Nochmal, okay. Genau, dieses Zucken am Anfang ist einmal die Initialisierung, dass die Motoren auf eine bestimmte Stelle gesetzt werden, sodass dann halt dann schon davon ausgehen kann, dass diese Schrittmotoren weiterarbeiten können. Genau. Dann gebe ich mal den Roboterbau weiter. Ja, also ich habe den Roboter gebaut. Zuerst mal ist unten ein Fuß. Eigentlich hatten wir überlegt, dass wir noch Räder ranbauen, damit er auch noch fahren kann. Aber wir haben uns dann dagegen entschieden, aufgrund von Zeitmangel und ja. Dann kommt darüber ein Servomotor, auf dem er sich halt durch Kopfschütteln bewegt. Darüber der Hals und dann wieder ein Servomotor, mit dem er dann nicken kann. Ja. Wir haben auch noch einen 3D-Drucker benutzt und zwei Servos und auch halt Inkscape, mit dem wir das vorgezeichnet haben, und haben den Kopf vorgezeichnet und so, und dann haben wir das noch mit einem 3D-Drucker ausgedruckt und haben das zusammengesetzt und haben noch die Servos da dran gemacht. Ja, die Servos werden hier durch ein... Die Servos werden durch einen sehr kleinen Arduino gesteuert. Mir fällt das Wort immer nicht ein. Den habe ich programmiert. Er bekommt Befehle vom Computer, rechnet die für die Servos um, sodass sie sich entsprechend drehen, nicht überlasten und so funktionieren, wie sie sollen. Ja. Genau, einmal noch mal kurz zur Übertragung. Wir haben von Unity aus mit C#. Und ich stehe falsch zum... Ne, die Boxen sind zu laut. So. Okay. Übertragen wir das Ganze über das USB-Kabel, über den Comport auf den Arduino, senden da Signale, auf welche Positionen sich die Motoren drehen sollen. Das Ganze ist über C# gemacht und genau. Dann mal zu den Aussichten noch. Wir wollten auch noch die Kameras, die schon angebaut sind, mit einem Raspberry Pi verbinden, damit man über die VR-Brille noch aus der Sicht des Roboters sehen kann. Und das sollen wir später noch machen.